Einen schönen guten Tag, liebe Traderinnen und Trader. Mein Name ist Martin Görsch von daytradingcoach.de. Ich bin seit mittlerweile 17 Jahren Vollzeithändler, verdiene mein Geld also damit, was ich in der Lage bin, aus den Märkten zu ziehen und bin dabei spezialisiert auf den Bereich der US-Aktien und US-Futures. Ja, und warum sitze ich heute hier? Naja, das ist recht einfach. Lenz und Partner ist es tatsächlich gelungen, einen Teil meiner profitablen Handelsstrategien für den Aktien- und für den Futures-Bereich in die Taipan End-of-Day-Plattform zu integrieren. Der Bereich Aktien wird abgearbeitet im Görsch Trend Plugin, der Bereich der Futures mit dem CUT Masterclass Plugin. Und genau für diese beiden Handelsansätze möchten wir für Sie eine neue Webinar-Serie starten. Das Ganze beginnt am 4.7. mit dem Plugin Görsch Trend. Da werden wir uns eben gemeinsam anschauen, was die Märkte aktuell machen. Wir werden gemeinsam die Märkte screenen. Ich werde Ihnen zeigen, wie Sie, wenn Sie dieses Plugin benutzen, wie Sie sinnvolle Handelssetups finden können, sowohl in die Long- als auch in die Short-Richtung. Wir werden immer versuchen, ein bisschen abzuschätzen, was denn gerade die bessere Richtung ist und werden uns darauf fokussieren. Wir werden gemeinsam Trades aufbauen und werden diese Trades auch gemeinsam betreuen. Und um da ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, schalte ich einmal ganz kurz meinen Bildschirm frei. Und da sehen wir eben schon, ja, wir haben in den letzten Wochen überwiegend Signale auf der Short-Seite bekommen. Und das ist im Prinzip auch ganz richtig, wenn wir sehen, dass die Gesamtmärkte abwärts gerichtet sind, dann möchten wir natürlich ein Handelssystem haben, was uns auch überwiegend vollautomatisch Short-Setups rausgibt. Und da hatten wir hier zum Beispiel die letzten beiden Signale in der Delivery Hero Aktie. Und genau solche Situationen suchen wir. Und ich möchte Ihnen einfach anhand dieser Marktsituationen, anhand dieser Signale, die hier entstehen, die wir eben über die Taipan End-of-Day-Plattform uns auch immer rausfiltern können, möchte ich Ihnen zeigen, wie dieses Handelssystem funktioniert und wie Sie hier mit sinnvollen Trade-Regeln und auch Trade-Management-Regeln Ihre Positionen betreuen können. Dann werden Sie zum Beispiel unter anderem auch verstehen, warum dieses Long-Setup, was damals hier entstanden ist, nicht gegriffen hat, warum es hier überhaupt keinen Einstieg gab. Die beiden Einstiege gab es auf der Short-Seite an dieser Position hier und an dieser Position. Da haben wir die Einstiege in die Delivery Hero Aktie auf der Short-Seite bekommen und konnten dann auch schön davon profitieren. Wie gesagt, es sind relativ wenig Long-Setups entstanden in der letzten Zeit. Einige, die wir davon gesehen haben, sind im US-Markt extrem gut gelaufen. Und hier sehen wir jetzt auch nochmal, wie schnell im Prinzip dieses Indikatorsystem und auch dieses Handelssystem sich auf neue Richtungen einstellt. Wir haben am Anfang hier in der Lamp Weston Holding Aktie überwiegend Short-Setups gehabt, konnten hier sehr gute Short-Positionen aufbauen. Dieser Trade ist nicht ausgeführt worden, dieser Trade ist auch nicht ausgeführt worden und dieser Trade ist auch nicht ausgeführt worden. Aber auf der Long-Seite ist dieser Trade nicht ausgeführt worden und von da an, wo wir hier mit Long-Positionen in den Markt eingestiegen sind, nämlich an dieser Stelle hier und dann auch nochmal an dieser Stelle hier, von da an sind die Märkte sehr, sehr deutlich angestiegen, haben kräftig zugelegt, die einzelnen Aktien, die wir hier rausgefiltert hatten, und wir konnten auch auf der Seite hier gute Gewinne generieren. Ich möchte ein weiteres Beispiel noch zeigen, das ist hier die Berkeley. Na, da sehen wir auch nochmal schön in der Entstehung hier die Handelssignale. Und das, worum es mir eben geht bei dieser Webinar-Serie, ist, wenn Sie dieses Plugin benutzen, Ihnen einfach zu zeigen, in welchen Situationen Trades entstehen und in welchen nicht. So haben wir hier zum Beispiel einen Long Trade aufgebaut, während hier kein Trade entstanden ist und hier auch kein Trade entstanden ist. Die nächsten beiden Long Setups, dieses hier und dieses, die sind beide ausgeführt worden und der Markt bewegt sich jetzt wieder hier in Richtung der alten Hochs und da liegt auch am Ende unser Kursziel. Also das sind Dinge, die ich im Live-Webinar, in den Live-Sessions einfach zeigen möchte, wie Sie die Märkte screenen, wie Sie die gescreenten Aktien oder die gescreenten Signale dann auch entsprechend umsetzen, wie Sie beurteilen, welche Signale eventuell besser nicht umgesetzt werden sollen
und möchte im Prinzip eine Hilfestellung geben, dass sie die Möglichkeit haben, ihr Trading-Erfolg auf die nächste Stufe zu bringen, das nächste Level zu erreichen, und möchte sie da ganz, ganz herzlich einladen, am 4.7. zum Start der neuen Serie hier dabei zu sein. Das werden wir dann so ungefähr in 4 wöchentlichen Abschnitten werden wir das wiederholen, werden gemeinsam dann auch schauen, wie sich Trades, die wir aufgebaut haben, entwickelt haben, und werden jedes Mal auch wieder neue Setups raussuchen. Also, ich würde mich freuen, wenn Sie mit dabei sind. Wünsche Ihnen bis dahin wie immer erfolgreiche Trades und sag bis dann, machen Sie es gut, bye bye.